Willkommen zu einer neuen Folge. The Elder Scrolls Online. Nee, online nicht. Oblivion. Mein Gott, fängt auch mit O an. Wir sind immer noch im Magierturm. Und sind mittlerweile Erzmagier. Wir haben die dunkle Bruderschaft abgeschlossen. Dann würde ich mal sagen. Und bleibt ja nicht mehr so viel übrig, ne? Komm, wir probieren mal die Morgenröte zu finden. Dafür müssen wir in diesen Stadtteil da. Suchen wir Bauros auf. Das ist doch Bauros hier, das Einzige, der mit dem Katana rumrennt. Setzt euch, sagt kein Wort, tut, was ich euch sage. Hört zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Gut, denkt daran, wartet ab, bis er mir folgt. Ich möchte sehen, was er tun wird. Aha. Vier für Sago. Der feindliche Agent, der Bauros angegriffen hat, ist tot. Ich sollte herausfinden, was Bauros über die Feinde in Erfahrung gebracht hat. Mythische Morgenröte. Ich habe ein merkwürdiges Buch über den Kult der mythischen Morgenröte gefunden. Ich sollte es Bauros zeigen. Gute Arbeit. Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt. Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich mythische Morgenröte nennt. Sie verehren anscheinend den Dädra-Fürsten Merunes Dagon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Talos sei Dank, er lebt. Martin Septim, sagt ihr. Wir werden ihm zum Thron verhelfen. Das ist die heilige Pflicht aller Klingen. Was? Sie haben es Joffrey weggenommen? Die Dinge stehen schlechter, als ich dachte. An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tamina heißt sie. Sie soll eine Expertin für dätrische Kulte sein. Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte. Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Okay. Ich hoffe, Tamina konnte euch etwas über dieses Buch erzählen. Das könnte genau die Chance sein, die wir brauchen. Oder auch nicht. Okay. Wer bist du denn? Wahrscheinlich ist das auch so eine Klinge. Also, wir müssen jetzt wieder zurück. Tamina suchen. Oh, hallo. Einen wunderschönen. Mag ihr uns nicht? Natürlich mag ihr uns. Als Erzmagier habt ihr ein Recht auf bestimmte Privilegien. Zusätzlich zur vollen Nutzung aller Möglichkeiten, die euch die Gilde bietet, steht euch ein weiterer Dienst zur Verfügung. Gillian Farnese hat Erzmagier Traven lange mit dem Sammeln von Alchemiezutaten für seine persönliche Forschung gedient. Ich bin sicher, dass ihr euch als den neuen Erzmagier diesen Dienst ebenfalls anbieten wird. Sprecht einfach mit ihr im Lustratorium, wenn ihr etwas wünscht. Okay. Lebt wohl. Warum sind die alle so schlecht gelaunt und so? Morgen. Ja, morgen. Es ist mir wirklich eine Ehre.
es der sein, über den ich die Nachricht erhielt? Wie kann ich euch helfen? Die mystischen Archive haben eine umfangreiche Büchersammlung. Schaut euch um, ihr könntet das eine oder andere lernen. Ihr kennt sie? Einer der geheimnisvollsten und verschlossensten aller dädrischen Kulte. Es ist nicht viel über sie bekannt. Sie folgen den Lehren von Mankar Kamuran, den sie ihren Meister nennen. Selber eine schattenhafte Gestalt. Ah ja, Erläuterungen zum Mysterium Xarxes, herrlich. Ihr habt also ein wissenschaftliches Interesse an den dädrischen Kulten? Nach ihnen suchen, wie? Dort würde ich meine Nase nicht tiefer hineinstecken. Offizielle Angelegenheiten und so. Ich arbeite schon lange mit den Klingen zusammen, keine Sorge. Sagt nichts mehr. Auf jeden Fall dürfte es nicht leicht sein, sie zu finden. Ich habe selbst ein wenig in den Schriften von Mankar Kamuran gelesen. Zumindest in denen, die ich auftreiben konnte. Aus dem Text wird klar, dass es 4 Bände der Erläuterungen von Mankar Kamuran gibt. Aber ich habe bislang nur die ersten beiden gesehen. Ich glaube, dass der Text versteckte Hinweise über den Ort enthält, an dem sich der geheime Schrein der mythischen Morgenröte für Merunes Dagon befindet. Wer diesen verborgenen Weg findet, erweist sich als würdig, in die Reihen des Kults der mythischen Morgenröte aufgenommen zu werden. Die Suche nach dem Schrein ist die erste Prüfung. Wenn ihr ihn finden wollt, braucht ihr alle 4 Bände der Erläuterungen. Hier, ihr könnt Band 2 aus der Bibliothek haben. Geht bitte vorsichtig damit um. Wie gesagt, den 3. und 4. Band habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Fragt doch bei der Erstausgabe nach, drüben im Marktviertel. Fincias, der Eigentümer, kümmert sich besonders um fachlich versierte Sammler. Vielleicht hat er eine Idee, wo er diese Bücher herbekommen kann. Okay. Es war schön, mit euch zu sprechen. Lasst es mich wissen. Wir haben jetzt so viele Quests, die wir angehen. Wie schön, euch zu sehen. Was möchtest du denn? Einen wunderschönen... Gar nichts, ich muss einen ganz guten schönen Tag sagen, okay. Merke ich mir. Irgendwas, was wir... Kann ich den jetzt endlich loswerden? Natürlich nicht. Questtechnisch haben wir ja nicht nur die mystische Morgenröte gerade am Laufen. Mir ist ja auch noch eingefallen, diese eine Jalin, oder der eine Jal wollte ja noch was von uns. Hier. Komm, wir machen das jetzt einfach mal Bruma. Bruma ist ja schon sowieso gebeutelt. Durch den einen Angriff der Magier geht, da können wir auch mal gucken, was hier los ist. Ich habe bereits viel von euren Taten von meinen Leuten in Bruma gehört. Ich hoffe, das Präsent, das Tolgan euch gab, hat euer Interesse geweckt. Klar. Ihr habt recht. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Gräfin Narina Carwein. Ich vermute, ihr habt schon die zahllosen Akaviri-Reliquien bemerkt. Man könnte sagen, dass ich eine Sammlerin bin. Ich habe viel Zeit und Geld investiert, um diese Beispiele frühester Geschichte zu erwerben. Ich würde sogar behaupten, dass meine Sammlung die vollständigste in ganz Cyrodiil und vielleicht darüber hinaus ist. Es fehlt mir nur eins. Eine spezielle Reliquie, die ich schon seit vielen Jahren vergeblich suche. Besäße ich dieses Stück der Akaviri-Antike, wäre meine Sammlung wahrlich komplett. Ich spreche natürlich vom drakonischen Stein des Wahnsinns. Der Stein ist ein schönes Beispiel der Akaviri-Handwerkskunst. Der Talisman, der wie ein Amulett angelegt wird, soll den Träger vor Giften aller Art schützen. Der Stein des Wahnsinns sieht aus wie eine zusammengerollte Schlange. Die Augen der Schlange sollen aus Edelsteinen oder Ähnlichem bestehen. Ja. Über meine Quellen habe ich erfahren, dass der Stein des Wahnsinns zuletzt in den Ruinen am Fahlen Pass gesehen wurde.
Kennt ihr die Geschichte des fahlen Passes? Nein, und es ist mir kein egal. Grund, ausfallen zu werden. Ich dachte nur, es könnte euch interessieren. Na dann. Können wir uns ein Haus hier kaufen? Es gibt nichts, was ich jemandem wie euch sagen würde. Ich hoffe, es lohnt sich. Komm, fangen wir uns mal ein paar Punkte zusammen. Danke. Ich bin gerade auf der Suche nach dem richtigen Besitzer für ein ganz besonderes Zuhause. Es ist ein altmodisches kleines Häuschen in günstiger Lage, direkt am Haupttor. Wir haben aber kein 5000. Ich bevorzuge es nur mit Bitte überlegt euch mein Angebot. Okay, ich dachte schon, das wäre was Cooles hier mit der, aber nein. Wir sollen für die nur die Handlangerin spielen. Ne, den Handlanger spielen. Dann springen wir mal um auf wieder auf unsere tolle Morgenröte. Und suchen mal in der Erstausgabe ein bisschen was. So. Hier, First Edition. Schon wieder nicht da, der Typ. Vor allem, wir haben jetzt ja beide Gilden, die wir am Anfang machen wollten, abgeschlossen. Das heißt, es wäre wieder Platz für neue Gilden. Ich bin Finzias, Inhaber der Erstausgabe. Seht euch nur um. Wenn ich es nicht hier habe, kann ich es vielleicht besorgen. Na dann. Ihr sprecht wohl von den Erläuterungen zum Mysterium Xaxes von Mankar Kamoran. Eine häufige Fehlvermutung. Das gesamte Werk besteht aus 4 Bänden. Die ersten beiden Bände sind zwar selten, können jedoch von Zeit zu Zeit durchaus noch gefunden werden. Aber es ist völlig ausgeschlossen, durch Zufall über Band 3 und 4 zu stolpern. Ich habe zwar zufällig ein Exemplar von Band 3 im Haus, aber es ist eine Sonderbestellung. Von einem anderen Kunden im Voraus bezahlt. Verzeiht. Quinas wäre sehr enttäuscht, wenn er hierher käme und das Buch nicht mehr da wäre. Es tut mir leid, aber ich kann nicht helfen. Ich wollte, ich hätte ein Exemplar, aber ich habe noch nie eins gesehen. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er war ganz begierig darauf, Band 3 der Erläuterungen von Kamoran zu bekommen. Kommt extra aus Valenwald hierher. Nun ja, er wollte das Buch abholen und jetzt ist er spät dran. Ihr könnt hier warten, wenn ihr selbst mit ihm sprechen möchtet. Schönen Tag. Dann warten wir hier. Kommt er noch oder nicht? Darf ich euch um einen Gefallen bitten? Wo ist der denn? Sprecht. Seid gegrüßt, Kaiserlicher. Was? Seid ihr mir etwa gefolgt? Lasst mich in Ruhe, das... Der ist unverkäuflich. Die mythische Morgenröte? Seid ihr... Ich meine, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nichts über einen Kult. Nun gut... Ich sehe, dass ihr mit den Erläuterungen von Mankar Kamoran vertraut seid. Ich weiß, dass dädrische Kulte gesellschaftlich nicht gerade anerkannt sind. Aber das sind nur dumme Vorurteile und Aberglaube. Für den unternehmenslustigen, aufgeschlossenen Denker hat die Dädra-Anbetung einiges zu bieten. Ja. Was?
die mythische Morgenröte hat? Ihr müsst mir glauben, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich meine, ich wusste, dass das ein dädrischer Kult ist. Die Ansichten von Mankar Kamoran über Merunes Dagon sind faszinierend. Sogar revolutionär. Aber den Kaiser ermorden? Möge Mara uns beschützen. Ja, aber natürlich. Ich will nicht, dass irgendjemand glaubt, ich hätte mit ihren wahnsinnigen Intrigen zu tun. Hier, Band 3 gehört euch. Was ihr damit tut, ist eure Sache. Band 4 bekommt ihr nur direkt von einem Mitglied der mythischen Morgenröte. Ich habe ein Treffen mit dem Förderer verabredet, wie er sich selbst nannte. Hier, nehmt diese Notiz von ihnen. Hier steht, wohin ihr gehen müsst. Mit der mythischen Morgenröte will ich nichts mehr zu schaffen haben. Na dann, ging ja einfacher als gedacht. Dann müssen wir ja wahrscheinlich... Wollte sich alleine an den Tisch in den versunkenen Abwässerkanal unterhalb der Kaiserstadt setzen. Okay, wir müssen zu Baurus. Wo ist denn der gute Baurus? Habt Mitleid, nur eine Münze. Ich würde sagen, was eigentlich auch ganz gut ist, wir werden in ihren nächsten Gilde die Diebesgilde uns antun. Ihr seid nicht leicht ausfindig zu machen. Was habt ihr herausgefunden? Das könnte genau die große Chance sein, die wir brauchen. Gute Arbeit. Wir müssen also dieses vierte Buch finden. Wenn Tamena recht hat, können wir mit diesen Büchern zum verborgenen Schrein der mythischen Morgenröte finden. Auf geht's. Diesen Teil der Abwasserkanäle kenne ich gut. Die Abwasserkanäle verlaufen unter der gesamten Kaiserstadt. In jedem Bezirk gibt es Zugänge. Die Klingen nutzen sie dann und wann bei geheimen Vorhaben. Und sie können sich so in der Stadt bewegen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Sie werden für den Mord am Kaiser büßen. Wo wir jetzt wissen, wer sie sind, ist es nur noch eine Sache der Zeit. Eine Frage. Folgt mir. Ich weiß, wie man zu dem Teil der Abwasserkanäle gelangt, wo wir den Förderer treffen müssen. Na, dann folgen wir doch mal. Vor allem, er läuft hier in Bauernklamotten rum, hat aber so ein Schwert dabei, ne? Überhaupt nicht auffällig. Zusammenbleiben! Passt hinter mir auf! Schnell jetzt! Passt auf die Flanke auf! Ja, er macht das schon. Lassen wir ihn einfach vorgehen. Der hier gehört mir. Zusammenbleiben. Immerhin ein Dietrich. Die Ausbildung von... Ausbildung von was? Ufts, kenne ich nicht. Zusammenbleiben! Der hier gehört mir.
Pass auf! Der hat ein Stahlschild dabei. Okay. Ist das hier der Ort? Die findet man noch nie wieder raus. Zusammenbleiben! Ein Stahlschild. Wo ist Baurus? Sind wir denn bald da? In Ordnung. Der Raum mit dem Tisch ist direkt hinter dieser Tür. Ich habe mich schon immer gefragt, wer ihn dorthin gestellt hat. Zufällig weiß ich, dass ihr einen guten Blick auf den Raum, in dem das Treffen stattfinden wird, haben werdet, indem ihr die Treppe dort hinaufsteigt. Ich denke, ich sollte mich besser um das Treffen kümmern. Ihr seid meine Unterstützung. Haltet dort oben Wache, falls es Schwierigkeiten gibt. Nein, ich bin an der Reihe. Ich habe eine Blutschuld, mit diesen Meuchelmördern der mythischen Morgenröte zu begleichen. Und außerdem bin ich mein ganzes Leben lang für so etwas ausgebildet worden. Na gut. Gut, denk daran. Ohne dieses Buch dürfen wir hier nicht weg. Das ist unsere beste Chance, das Amulett zu finden. Hör zu, vielleicht überlebe ich nicht. Aber wenn nicht, dann müsst ihr weitermachen. Ihr müsst das Buch bergen und das Amulett der Könige finden. Ich bin froh, euch zur Rückendeckung zu haben. Okay, los geht's. So, ihr wollt also ein Auserwählter von Merunes Dagon werden. Der Pfad der Morgenröte ist mühsam und steinig, aber der Preis ist es wert. Ich habe das Buch, das ihr sucht. Mit diesem Buch und den anderen drei Büchern des Meisters haltet ihr den Schlüssel zur Erleuchtung in Händen. Es hier ist noch ein anderer. Das Paradies. Ich fürchte den Tod nicht. Drei weitere, die sich nicht mehr bei ihrem Meister melden.
Das war ja knapp. Band 4. Ich habe nur den vierten und letzten Band von Manka Kamorans Schriften über den geheimnisvollen Zaxis. Jetzt kann ich die Hinweise in diesen Büchern zusammenfügen, um den geheimen Schrein der Mythosporokröte zu finden. Vielleicht sollten wir davon nochmal eine mitnehmen. Ihr besitzt nun alle vier Bücher und ihr solltet ja... Ich muss zum Wolkenherrschertempel. Na dann, wir sehen viel Spaß. Uns am Wolkenherrschertempel. Und wie man hier rumkommt, wenn es euch gefallen hat, daumen drauf und abo lassen und schaltet in die nächste Folge ein. Bis denn!